Willkommen bei meinem Workshop. Heute geht es um eine Mischtechnik mit Acryltuschen und der Fiberpaste. Die Fiberpaste wird zuerst aufgetragen. Sie dient dazu, ein papierähnliches Struktur zu erzeugen, damit die Tuschen besser haften, weil auf einem normalen Keilrahmen rinnen sie sofort weg. Für diese Technik verwende ich Tuschen von Sennelier, Wasser und Alkohol. Zuerst wird die Paste aufgetragen, sie muss sehr gut trocknen und dann, wie ihr dem Video entnehmen könnt, trage ich die Tuschen auf, verteile sie mit etwas Wasser, dann lasse ich es wieder kurz antrocknen und der Alkohol gibt dann verschiedene Muster her. Das Ganze wiederhole ich, zwischendurch immer wieder etwas antrocknen lassen. Den weiteren Verlauf entnehmt ihr dem Video. Ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen und über ein paar Likes würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Hello again and welcome to my special workshop. Today I want to show you some experiment with ink from Sennelier, water and alcohol. But first you need to prime the canvas with the fiber paste. It's a paste who imitates the look of the paper. It's very good for the ink. Then you need water and alcohol. As you can see in the video, I put some ink and then I put the water on it and let it flow. Sometimes you must dry and then you can take the next ink with water and alcohol. I wish you good luck for this nice picture.